der Wiesentag Nummer 6. Ja. Ja, wie viel ist es für Sie offiziell? Erst der zweite mit einem Nachmittagsbesuch mit der Familie und Karussellfahren. Es ist mehr so Ihr Ding, dass man sagt, am Nachmittag gemütlich auf der Hin- und rausgehen oder dann lieber abends feiern? Nee, also eigentlich liebe ich es mit der Familie am Nachmittag zu gehen und vor allen Dingen auf die Eudewiesen zu gehen. Das finde ich ganz wunderbar. Das macht total Spaß, weil da ist es gemütlich, dort ist es ein bisschen ruhiger, nicht ganz so voll. Und das habe ich total gern. Aber am Schluss muss dann schon der Fünfer-Looping sein. Da wird ja auch ein bisschen getanzt, das ist ja recht traditionell. Sie tragen auch ein traditionelles langes Dirndl. Ja. Aber Sie haben bestimmt auch schon gesehen, auf der Wiesn sind einige unterwegs, die so, wie soll ich sagen, diese Ersatztracht tragen. Ja. Die Dirndl so aus Stoff knapp über den Popo oder die Plastiklederhosen. Das ist dann eigentlich eher eine Kostümierung und so. Aber ich stehe eher auf die traditionellen Dirndl. Die sind irgendwie viel schöner, die gehören auf die Wiesn. Das andere, wie gesagt, ist ein bisschen Maskenball. Haben Sie auch so ein paar Erbstücke zu Hause? Ich habe eins zum Beispiel auf meiner Mama, meiner Oma. Ich muss ja gestehen, ich bin ja Berlinerin und bin seit 1990 in München. Ich habe mich tatsächlich 10 Jahre geweigert, ein Dirndl zu kaufen, weil ich mal dachte, das steht mir nicht. So. Und doch? Und irgendwie nach 10 Jahren habe ich gedacht, na, jetzt wird es mal Zeit. Jetzt bin ich in München angekommen und jetzt habe ich, glaube ich, 4 im Schrank. Okay, aber wunderbar. Das ist ein traditionelles von Michaela Keune. Die hat mir das gegeben und ich finde das ganz schön klassisch und geradlinig. Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Dirndl. Und naja, dann wissen wir wenigstens, wie wir uns anziehen und tragen keine Verkleidung. Genau. Dann sage ich herzlichen Dank. Gerne. Und wünsche ganz viel Spaß auf dem Feiern. Fertig. Ciao.